So, die Client-Variante mit Unreal funktioniert so, dass man auf jeden Fall den Client öffnen sollte oder muss sogar. Also früher war es ein Muss, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist. Man sollte halt mit dem korrekten Workspace verbunden sein. Wichtig ist, wenn man mit Daten arbeitet, im Prinzip, dass das Attribut ist ausgecheckt, ist im Allgemeinen nur das Attribut des nur lesen Könnens auf den Dateien. Das hatten wir ja eben schon bemerkt. Das heißt also, wenn kein Read oder wenn die Datei Read-Only ist, gilt sie für das Perforce-System als ausgecheckt. Und welchen Zustand es da hat, wird halt vom Server verwaltet. Das heißt, man kommuniziert immer direkt mit dem Server. Das ist der große Vorteil in der Verwendung von Perforce gegenüber einem Git, weil bei Git kommuniziert man erstmal mit seinem lokalen Repository und dann irgendwann vielleicht auch nur auf Aktion mit dem Server und erst dann muss der andere auf der anderen Seite wiederum sein Git-Repository lokalerweise mit dem Server synchronisieren und erst dann hat er den aktuellen Status der Datei. Hier bei uns ist das jetzt ein bisschen anders. Ich wechsle aber jetzt tatsächlich mal den Nutzer, beziehungsweise wir machen das erst einmal so initial. Das heißt, ich habe ein neues Projekt, damit fangen wir vielleicht an. Das ist, glaube ich, besser. Neues Projekt, ich habe alle Daten reinkopiert, die ich in diesem in diesem Perforce Depot haben möchte. Kann man hier noch nicht sehen. Hier sieht man, da sind schon Daten drin. Ich aktualisiere das mal und dann sollte eigentlich, wenn ich nicht die Depot-Ansicht, sondern den Workspace habe, sollte sich die Ansicht auch ändern. Dann kann man sehen, der ist drinne, die anderen noch nicht. Eine ganz wichtige Sache: In Git gibt es die Datei Git Attributes und in Git Attributes steht drinne, welche Daten wie in das Repository rein sollen, beziehungsweise welche nicht rein sollen, steht in Git Ignore drin. Und dieses Ignore, Git Ignore, oder Perforce Ignore gibt es hier auch. Und da sollte man tunlichst alle Verzeichnisse reinpacken, die Daten enthalten, die nicht in dem Repository sein sollen. Das sind vor allen Dingen sind es generierte Daten, wie das Verzeichnis Intermediate oder sonstige andere Daten, die halt generiert werden, automatisch und die wirklich lokal eigentlich nur sind. Von daher sollte man aufpassen, was man da reinschreibt. An Git. Ach Quatsch, ein Unreal-Projekt ist das hier eigentlich alles. Den Config-Ordner, den Content-Ordner und das Project-File. Für die Projekte, zumindest soweit habe ich die Dokumentation erst gelesen, muss man die Ignore-Daten immer separat angeben. Das heißt, in jedem Projekt muss man über eine Environment-Variable das Perforce Ignore angeben, also was er als Ignore-Datei interpretieren soll. Und ich gucke gerade mal in meine Notizen. Na, dann sollte das auch. Na gut, könnte man theoretisch auch schreiben. So, ich gehe in das Depot und sage hier Command Prompt hier und dieser ganz tolle Befehl. Ist eigentlich nur das Setzen einer Environment-Variable Punkt Text, das heißt, das müsste eigentlich systemweit gelten, aber das hier ist ein Perforce-Befehl, das gilt also nur für den Perforce und auch nur für diesen Workspace. Enter, weil so heißt die Datei, P4 Ignore Text. Das steht aber auch in der Dokumentation, ist auch relativ schnell zu finden von Perforce drin. So, damit haben wir die Datei definiert. Das heißt also, wenn da ein Intermediate-Verzeichnis erscheint, irgendwann, wenn wir das Projekt nämlich geöffnet haben, dann sollte das hier eigentlich nicht angezeigt werden. Wenn doch, müssen wir nochmal Aktion machen und gucken, warum das dann gerade nicht richtig funktioniert. Also früher habe ich die Datei immer Punkt P4 Ignore genannt, aber letzten Endes ist es ja nur eine Angabe, wie er interpretieren soll, also sollte das eigentlich schon funktionieren. Also, und ich kenne jetzt, doch da war noch irgendwie ein Befehl.
Das muss ich nochmal nachgucken. Einer der Befehle, der interpretierte das. Wie gesagt, ich habe es schon länger nicht mehr benutzt. Wichtig für uns ist jetzt aber erstmal das Hinzufügen der Daten. Wir fügen einfach den Ordner, wählen ein Plus. Der muss natürlich auch rein. Der sollte auch rein, weil da stehen eigentlich so beschreibende Projektdaten drin. Das Ganze ist jetzt in einer Changelist eingetragen. Das ist das, was hier im Pending drin steht. Da sind 1510 Files. Und das Ganze tun wir jetzt submitten mit Project Data und Submit. Und dann tut er die Daten hoffentlich sehr schnell hochladen. Ich bin ja hier an der Hochschule eigentlich. Eigentlich bin ich zu Hause, aber der Rechner ist an der Hochschule und der sollte das jetzt relativ zügig hochladen. Trotzdem starte ich mal. Nein, lohnt sich nicht, die Pause. So, alle Daten sind hochgeladen und damit kann ich jetzt, wenn ich jetzt das Projekt öffne, ganz wichtig, standardmäßig werde ich den Launcher verlinken, weil ich dann keine Probleme mit der Seriennummer habe. Wenn ihr eine eigene Version, lokale Version benutzen wollt, dann habt ihr eventuell immer mal wieder so eine Fehlermeldung, dass er eine andere Version hat. Das kann ich leider noch nicht unterbinden, da ich noch keine Dokumentation gefunden habe, wie man diese Seriennummer setzt, manuell setzt. Von daher erstmal die normale Version wird halt immer Default sein. So, erstmal sieht das alles ganz normal aus, wie alles andere sonst auch. Geändert hat sich hier unten das auf jeden Fall. Das müssen wir jetzt mal konfigurieren. Wir wollen uns jetzt mit dem Source Control System verbinden und hier kann man sehen, welche der unterstützt. Und wir wollen jetzt mal das Perforce benutzen und da hat er noch eine alte Konfiguration. Auf die wechsle ich auch gleich wieder, aber erstmal wollen wir ja unsere aktuelle Version. Das ist das Workspace, den ich muss ich angeben, wenn Serveradresse und Username korrekt sind, dann findet er automatisch alle Workspaces, die diesem User zugeordnet sind, für diesen Server. So, das akzeptieren wir und jetzt können wir mit den Daten arbeiten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in den Blueprints-Ordner gehe und einfach mal sage, ich möchte den hier bearbeiten und ich möchte nicht, dass irgendjemand anderes den bearbeitet, dann sage ich, ich möchte den auschecken. Und in diesem Augenblick ist diese Datei für alle anderen dann gesperrt. Wenn ich die Datei wieder freigeben möchte, dann muss ich sie einchecken. Check-in. Das ist halt wie ein Commit. Das heißt, man kann auch ein Revert machen. Aber in diesem Fall wollen wir mal annehmen, ich habe Änderungen gemacht. So, er hat jetzt hier eine Changelist 6 generiert. Und ganz wichtig ist, wir haben jetzt die Changeliste generiert. Wir haben aber noch nicht submitted. Das heißt, wir lediglich die Information, die Datei ist auf dem Server immer noch geblockiert. Wenn ich jetzt Submit mache, dann wird sie auf dem Server wieder freigegeben. Okay, soweit erst einmal hier. Alles andere ist vom Arbeiten her wie gewohnt. Ab und zu, wenn man eine Datei ändert, fragt er halt, soll ich die auschecken? Wenn die speichert, soll ich die auschecken? Ja, check die aus und dann sind die halt für die anderen gesperrt. Man muss immer berücksichtigen, dass wenn man Daten in Unreal bearbeitet, da hängen immer andere Daten dran und eventuell zieht es eine Kette nach sich von Daten, die dann verändert werden. Gucken wir uns das Ganze jetzt mal in einer anderen Konfiguration an. Ich wechsle mal den Workspace. Ich hoffe, das klappt ohne Probleme. Ich muss mich mal erinnern, welchen ich benutzt habe.
Ich hoffe, das ist der richtige. Das sieht so aus. Hier können wir sehen, ich habe drei Depots. Das ist halt der Master Branch. Und in diesem Master Branch weiß ich, dass diese Datei ausgecheckt ist. Refresh. Hier zeigt er mir das leider nicht an. Not in Depot. Ja, okay, not in Depot heißt vielleicht für ihn dasselbe. Ach, falsches Projekt. Nein, das war das Falsche. So ist das, wenn man mit vielen Projekten arbeitet. Mal das Richtige öffnen, das ist nämlich der Master. Und ich habe die Datei tatsächlich auf meinem Rechner zu Hause ausgecheckt. Ja. Property Channeler, oder hatte ich den hier ausgecheckt? Hier hatte ich den ausgecheckt, genau. Ja, ist nicht so einfach. Wenn man alleine ist, dann, also hier kann ich sehen, ich habe die Datei ausgecheckt, das sehe ich an dem roten Haken. Und also ich habe den auf meinem Arbeitsplatz in der Hochschule, habe ich den ausgecheckt. Und jetzt muss ich hier den richtigen wählen. Das ist jetzt der Rechner lokal, wo die Aufnahme stattfindet. Mehrere Fenster, die ihr jetzt nicht seht, aber das ist egal. Und wir gehen in den Blueprints-Ordner. Und jetzt kann ich hier sehen, das checked out by user TH7374.6. Das heißt also, das ist die Information und die erscheint sofort, weil die Kommunikation mit dem Server direkt ist. Das ist der Riesenvorteil gegenüber dem Git. Und dadurch ist das System auch etwas stabiler. Nichtsdestotrotz will es richtig benutzt werden. Und von daher muss man sich halt an die Arbeit, an das Arbeiten convenience-mäßig wirklich gewöhnen. Also was ich jetzt mal probiere, ist den hier klein zu, also es geht auch um klein zu machen, damit ich wieder auf den Rechner komme. Der hat die Datei ja ausgecheckt. Nee, das geht nicht. Beides gleichzeitig kann ich nicht machen. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, User ist fertig. Oder ich kann auch ein Revert machen. Ich mache mal Check-in. Tolle Sachen. Tippen sollte man können. Gemacht. So, submitted Change List. Content Check-in. Da hat er nichts mehr gefunden. Wechseln wir wieder. Das ist jetzt wieder der andere Rechner. Der hat noch die Information, dass der gecheckt ist, weil sich hier noch nichts aktualisiert hat. Aber den kann ich refreshen. Und an der Stelle merkt ihr, Kommunikation ist wichtig, weil jetzt kann man nämlich sagen, ey, ich habe die Datei da freigegeben. Du kannst die Datei wieder benutzen. Das heißt, ich muss erstmal den Status. Den Status kann ich allgemein immer refreshen, indem ich hier auch einen Sync mache. Das heißt, ich hole mir den letzten Stand. Ich glaube, hier unten war ein Refresh geht nur auf die einzelnen Dateien. Das sind so ein paar Convenient-Sachen, wo ich sagen würde, okay, das ist nicht so optimal. Das heißt, refreshen kann ich einzelne Dateien. Ich habe noch nie probiert, ob man dann im Konglomerat mit dem Client das vielleicht refresht, ob das sinnvoll ist. Ich persönlich habe ansonsten die Erfahrung gemacht, zu mischen zwischen eingebautem Client und extra dedizierten Client ist keine gute Idee. Ist gerade bei Git
muss man wirklich wissen, was man tut. Also im Allgemeinen das Unreal-Projekt offen zu haben, mit dem Git-Client in Unreal zu arbeiten und gleichzeitig noch mit einem externen Client oder auf der Konsole, kann schon mal out of sync gehen und das ist dann ziemlich risikoreich. Gut, das sind so die ersten wichtigen Sachen, wo ich denke, okay, die muss man einmal gemacht haben oder einmal gehört haben. Und na, ansonsten gibt es auf der Seite noch so zwei, drei Videos, die die Installation und den Workspace nochmal behandeln und auch den Client. Das ist zwar schon jetzt ein bisschen älter, aber sollte sich eigentlich von Inhalt her nicht so großartig geändert haben, weil die Firma uns leider nicht mehr freundlicherweise eine Edu-Lizenz zur Verfügung stellt. Das hatte ich früher mal, da hatte ich eine 500-User-Lizenz von denen geschenkt gekriegt, 2, 3 Jahre lang, aber das haben wir leider nicht mehr. Ansonsten, wie der Umgang mit Unreal ist, Unreal Engine und Git kann man halt entweder hier und immer mal wieder in dem hier sehen. Okay, Dankeschön.